zieht also ihre Windel auf. Es sieht klar? eigentlich aus wie gebratener Fisch. Also, ich bin noch etwas an für dich. Psst, da kommt er. Hey, Leute, hört mal wegen vorhin. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr nichts... Steve, was wären wir denn für Freunde, wenn wir dich mit etwas verarschen würden, das offensichtlich so schmerzvoll ist? Oh, danke, Malloy. Ich dachte schon... Reingefallen. Ich bin mit Glatzköpfen nicht befreundet. Hey! Nein! Nur zu. Lacht euch tot, ihr herzlosen Arschlöcher. Ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, kalt zu sein. Dieses Problem beschäftigt mich schon die meiste Zeit meines Lebens. Es war grausam. An dem Tag, an dem bei mir an einer Stelle die Haare anfingen zu sprießen, verlor ich sie an einer anderen Stelle. Ich versuchte, diese Schmach zu verbergen, aber früher oder später kam es doch immer ans Licht. Ah! Au, au! Kinder, bitte, darf ich mal? Der schlimmste Schlag traf mich am Abend des Abschlussballs. Dafür, dass Daisy Blanchard mit mir dorthin ging, musste ich das ganze Semester ihre Hausaufgaben machen. Nein. Dank mir durfte sie ein Jahr länger auf die Highschool gehen. Du wirst heute Abend noch sowas von flachgelegt. Aber wir hatten doch eine Abmachung. Ach ja, die ist ungültig, weil ich eine 6 bekommen habe. Und du scheiße aussiehst. Darf ich mal? Kinder können so grausam sein. Das können Erwachsene auch sein, du Arsch mit Glatze. Mir gefallen meine Haare heute. Hm. Denkst du auch mal an irgendwas anderes als an dich selbst? Du bist der egozentrischste Mensch auf dem Planeten. Red nur weiter. Was gibt es noch, was du an Steve faszinierend findest? Oh, ich bezweifle, dass es auch nur eine Frau auf dieser Welt gibt, die überhaupt irgendetwas an dir findet. Zu deiner Information, ich gehe mit Denzel heute Abend auf ein Speed-Dating. Da geht bestimmt was. Du wirst auf gar keinen... Oh Gott! Komm, Kinder, los, macht, dass ihr reinkommt. Da drin ist Platz für euch alle. Hey, mir ist das auch passiert und es hat mir nicht geschadet. Ethel und Denzel wissen ja gar nicht, wovon sie da reden. Ich bin nicht egozentrisch, oder doch? Nein, sag sowas nicht. Du bist unglaublich. Dankeschön. Endlich treffe ich mal jemanden, der alle Latten am Zaun hat. Ich erkenne, wie faszinierend du bist. Warum erzählst du mir nicht von dir? Ich möchte alles über dich wissen. Über mich? Mein Lieblingsthema. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich das schnellste Spermium in den Eiern war. Ja! Ich will euch nur wissen lassen, dass mein egozentrischer Arsch gerade bei der schärfsten und heißesten Braut der Welt eine Punktlandung hingelegt hat. Das glaube ich nicht. Und? Sie wollte nur über mich reden. Ich musste keine Zeit verschwenden und über sie reden. Ach ja, und wir hatten den wildesten Sex, den ihr euch vorstellen könnt. Erst als alles vorbei war, hat sie eine Frage gestellt, bei der es um sie ging. Und welche war das? Sie wollte $500. Ich nehme an, für das Taxi. Ich nehme an, sie wollte in einen anderen Staat fahren. Ich nehme an, nach Mexiko. Steve, ich glaube, diese Frau war eine... Na, wie soll ich es sagen? Die Schlampe war eine Hure. Sprich nicht so von Lady Tanqueray. Außerdem, wenn sie eine Hure gewesen sein soll, wieso habe ich dann kein Kondom benutzt? Hä? Steve, ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht immer irgendwelche Risiken eingehen sollen. Du meine Güte, die hat wohl irgendjemand hier verloren. Naja, es ist Kalt- und Grippezeit. Ist das Corned Beef? 3 Mäuse, wenn ich abbeißen darf. Wer von euch möchte mein Blutsbruder werden? Ihr alle? Na prima! Es ist ein statistisches Wunder, dass Ihnen bis jetzt noch nichts passiert ist. Sehen Sie? Also, bis jetzt. Was? Es gibt überhaupt keine medizinische Beschreibung dafür, wie horrormäßig krank Sie sind. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber naja, stellen Sie sich eine Mutation aus Krebs, voll krasser Syphilis und AIDS vor. Krebs-Syphil-AIDS? Ja, Krebs-Syphil-AIDS. Das klingt gar nicht schlecht, Steve. Doch es wird nicht länger als 2 Wochen dauern. Juhu! Danach werden Sie nämlich tot sein.